herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Klickparade der NZ mit den Topmeldungen der Woche. Potpourri könnte man auch dazu sagen, für einen Franken nicht immer ein sprachlicher Genuss. Und Trommelwirbel, wir kommen zu Platz 5. Ihr Frauen seid Diana Ross und ich bin ich, betitelte Christian Mückl im Feuilleton seine Konzertbesprechung über US-Schmusesänger Lionel Richie. Hello, hauchte Richie einst, raspelte Süßholz und stand mit seinem Weichspülsoul häufig an der Spitze der Charts in den 80ern. 25 Jahre später ist der farbige Fachmann für tanzflächentauglichen Herzschmerzpop immer noch recht knackig am Start. Man kann die Musik mögen oder nicht. Die Souveränität des alten Hasen im Showbiz ist auch nach gut 30 Jahren Dauerlauf über die Bühnen der Welt bewundernswert. Auch in der Arena gab er den Tiger, ruhelos umherstreifend mit flackerndem Blick. Gerade so, als wolle er das Klischee vom heißblütigen Feger möglichst hollywoodesk verkörpern. Der bald 60-Jährige hat eines verdient: Respekt. Platz 4 aus aller Welt. Das verdrängte in der bunten Welt sogar die Schweinegrippe aus den Schlagzeilen. Einen Tag nach dem versuchten Anschlag mit einem Auto auf die niederländische Königin Beatrix ist der Attentäter seinen Verletzungen erlegen. Er starb in der Nacht nach einer Operation im Krankenhaus. Gerecht, sagen die einen, weil der 38-Jährige beim Umzug zum niederländischen Nationalfeiertag mit seinem Kleinwagen auf den offenen Festbus der Königin zugerast war und dabei 5 Menschen tötete. Das Leid, das er anderen beibrachte, hätte er jahrelang spüren müssen, sagen diejenigen, die den Attentäter am liebsten jahrzehntelang in einer Haftanstalt unterbringen wollen. Schockiert waren alle, ein ganzes Land trägt Trauer. Auch die Tulpen lassen die Köpfe hängen. Und Bayern auf Platz 3, schon wieder eine tragische Geschichte. Bei einem der schlimmsten Verkehrsunfälle der letzten Zeit sind am 1. Mai-Wochenende im Großraum 2 junge Leute gestorben. Ein 18-Jähriger kam bei einer Motorradspritztour mit seinem gleichaltrigen Freund in der Nähe von Wendelstein ums Leben. Der Fahrer war in einer Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. In einem Graben prallte die Maschine schließlich gegen einen Wasserdurchlass. Beide trugen übrigens keinen Helm. Rainer Leichtsinn. Und wir kommen zu Platz 2 der absoluten Nummer 1 im Lokalen. Etwa 8000 Menschen kamen zur traditionellen Maifeier in Nürnberg. Dort forderte der bekannte Sozialethiker Friedhelm Hengsbach, die Verantwortlichen für die Finanzkrise müssten selbst zur Verantwortung gezogen werden. Spieler müssen ihre Spielschulden bezahlen. Ein netter Vergleich, nur dass bei diesem skizzierten Bild ganze Spielbanken wohl geschlossen werden müssen. Und die Nummer 1, wieder einmal der Sport der Quotenrenner und wieder war der Club das beherrschende Thema. Dario Vidosic hämmert den Club zurück in die Erfolgsspur, schrieb der Kollege nach dem mühevollen 1:0 Arbeitssieg über Ingolstadt. Damit verbessert sich der Bundesliga-Absteiger auf Rang 3 und das ausgerechnet vor dem Duell mit dem Erzrivalen aus Fürth. Besser könnte die Stimmung kaum sein, oder ist das eine trügerische Sicherheit? Da braucht es einen Experten. Zu Gast heute als Experte der NZ-Sportchef Harald Büttner. Hallo. Grüß dich, Harald. Gehen wir gleich in die Vollen. Gut geschlafen im Clubbettzeug, hätte ich jetzt fast gefragt. Also wenn, dann würde ich eher in grün-roter Bettwäsche schlafen, weil ich bin noch neutral von am deswegen. Okay, beim Chef muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Wie ist es so als glühender Clubfan vor dem Derby? Ja, ich war früher mal als kleiner Junge schon Clubfan, muss ich schon zugeben, aber das ist lange her. Mittlerweile, wie gesagt, der Job, der bringt es mit sich, dass man das Ganze ein bisschen neutraler sieht und entsprechend ist auch jetzt die Stimmung vor dem Derby, man wird ja auch älter und ruhiger. Also ganz im Ernst, so die Spannung bei dir steigt auch ein bisschen, selbst als alter Hase? Die steigt natürlich, weil wir machen ja jeden Tag mindestens eine Seite zum Derby. Das ist auch interessant, da schön medial die Sache zu begleiten und es ist eben ein klasse Event, das da ansteht. Beide sind vorne dran, der Club und Fürth, 4 Spieltage vor Schluss, quasi auf Augenhöhe, kurz vor der Bundesliga, kurz vor dem Aufstieg. Das ist sensationell. Also wer da nicht ein bisschen nervös und angespannt wird, bei dem stimmt irgendwas nicht. Und wenn es du nicht weißt, wer dann, also wo liegen die sportlichen Vorteile beim Club, der jetzt dann doch wieder ein bisschen Rückenwind hat nach dem Sieg über Ingolstadt, oder Fürth in der Außenseiterrolle, fühlen sich die ganz wohl? Bin ich hellseher. Also das ist ganz, ganz schwierig. Derby, also ich müsste jetzt an anderer Stelle 5 € in die Büchse werfen. Derby haben ganz eigene Gesetze, das wissen wir alle. Der Club hat natürlich schnell die Kurve gekriegt.
gekriegt, nachdem Ausrutscher in Frankfurt hat gewonnen, ist deshalb psychologisch ein bisschen im Vorteil, steht vor den Fördern jetzt, die sind zu Hause. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass sie das Derby heuer im eigenen Stadion machen, nicht etwa im Frankenstadion drüben. Sie müssen allerdings, stehen unter Druck, gewinnen, um ja wirklich ihre Chance zu wahren, denn das Restprogramm der Förder ist sehr, sehr schwer. Der Club hat es da auf dem Papier zumindest etwas leichter. Was gegen den Club im Moment spricht, ist natürlich die Situation, dass mit Mintal und Boatschi gleich zwei wichtige Torjäger ausfallen, ob das zu kompensieren ist. Gegen letzte Woche gegen Ingolstadt hat es gereicht, in Fürth wird es sicherlich schwerer. Also du wirst mich jetzt gleich fragen, wie es ausgeht. Ich würde sagen, 1:1, ein Unentschieden wäre schon eine schöne Sache für die Region und auch sehr realistisch, glaube ich. Wobei der Benno Müllmann gesagt hat, es gibt keine Niederlage, es gibt nur Sieg. Ja, muss er. Also ja. Es gibt keine Niederlage, es gibt kein Unentschieden, es gibt nur Niederlage oder Sieg. Ist das? Muss er ja sagen. Ich meine, die Förder, die sind seit Jahren dran und wenn sie es heuer nicht packen, wann dann? Sie sind so nah dran. Er hat ja die Hoffnung, dass vielleicht beide aufsteigen, was für uns natürlich ganz klasse wäre als Region. Das Derby gibt es seit, ich glaube, seit 110 Jahren schon fast. 1902 war das erste, aber es gab es noch nie in der ersten Liga, in der Bundesliga noch nie. Die gibt es seit fast 50 Jahren jetzt und das wäre doch mal eine klasse Sache, wenn man beide Vereine mal oben erleben würde für uns als Berichterstatter für die Region. Das wäre fantastisch. Kurz merke ich auf den Punkt, du sagst, es geht 1:1 aus? Ich sage jetzt mal 1:1. Und genau darüber werden wir nächste Woche noch reden. Wir testen den Sachverstand der NZ-Sportredaktion. Bis dahin, tschüss, ade. Okay, danke.